Berlin, Stadtteil Neukölln, die Sonnenallee. Rund 25.000 Menschen leben an dieser Kultmeile. Eine Straße in ständiger Veränderung. In der fünften Generation sind wir Berliner. Und wir kennen das, aber wir haben die Sonnenallee noch nie so erlebt. Noch nie. In Neukölln leben Menschen aus 160 Nationen. Das ist mein Kiez, mein Revier. Neukölln, ich bin hier. Ich höre nicht mehr hier in die Straße rein. Von der Shisha-Bar bis zur typischen Berliner Eckkneipe und mehr. Die Sonnenallee genießt einen zweifelhaften Ruf. Wir haben, das ist auch eine Realität in Neukölln, eine rechtsextreme Anschlagsserie gehabt. Ein Kiez mit sozialen Härten, aber auch grünen Oasen. Dass eben auch diese großen, krassen Straßen echt so ganz tolle, wertvolle Fleckchen Erde irgendwie haben. Wie klappt das Nebeneinander von Alteingesessenen und Zugewanderten? Wie ist die politische Stimmung kurz vor der Bundestagswahl? Berlin, Neukölln. Migrationsanteil rund 75%. Hohe Kinderarmut. Die Hälfte der Familien lebt von Hartz IV. Fast 22% der Jugendlichen gelten als frühe Schulabbrecher, doppelt so viele wie im Berliner Durchschnitt. Die Sonnenallee, ein sogenannter sozialer Brennpunkt. Hier verdichten sich auf engem Raum Probleme aus ganz Deutschland. Wir wollen uns umsehen und treffen Martin Hiekel. Hallo, auch brav stehen geblieben. Ja. Der 35-Jährige ist seit 2018 Bürgermeister des Berliner Bezirks. Hallo. Es ist Vormittag, kurz vor der Bundestagswahl. Wir begleiten den 2,8 Meter Mann beim Streifzug durch seinen Kiez. Also zum einen wohne ich auch in Neukölln und damit bin ich automatisch immer ansprechbar und Leute sprechen mich auch immer an, weil aufgrund meiner Größe bin ich auch einfach nicht so einfach. Ich kann mich nicht verstecken. Auch nicht vor dieser Reisegruppe aus Bayern. Spontan ergibt sich ein Gespräch mit den Gästen aus dem Süden. Wie sehen Sie als Bürgermeister von Neukölln das Thema Clankriminalität? Naja, das ist ein Problem und das ist ein Phänomen, was hier existiert, wo es ja auch tatsächlich Ereignisse gegeben hat, hat Morde gegeben hier im Bezirk, aber das ist ja nicht das, was den Alltag hier prägt. Und dass, wenn Sie jetzt auf die Straße hier gehen, keine Angst haben müssen, automatisch irgendwie von einem sogenannten Clan-Mitglied irgendwie umgeboxt zu werden, das ist ein Quatsch. Und wenn Sie Leute hier fragen, normale Menschen, die hier leben, die hier groß geworden sind und die sich als Neuköllner fühlen. Also insofern, das ist ein Phänomen von vielen. 42.870 Straftaten registrierte die Polizei für Neukölln im vergangenen Jahr. Darunter Messerstechereien, Verkauf von Hehlerware, Geldfälscherei. Am 1. Mai endet die revolutionäre Demo auf der Sonnenallee in Randale. Ein weiteres Phänomen: abgefackelte Autos auf dem Mittelstreifen. Kennt der Bürgermeister Täter oder Hintergründe? Wir haben in Neukölln, das gehört leider dazu, und das ist auch eine Realität in Neukölln, eine rechtsextreme Anschlagsserie gehabt, wo gezielt von politisch aktiven Menschen, Demokraten, die Autos angezündet worden sind, um sie zu bedrohen. Das hier sieht aber nicht so aus, als wäre das so ein Fall gewesen, sondern die Brandanschlagsserie ist gerade auch Teil von Ermittlungsverfahren. Ansonsten haben wir leider das Phänomen in der gesamten Stadt. Neben Kriminalitätsbekämpfung ist Integration ein Kernthema des Lokalpolitikers. Und so steht auf seinem heutigen Terminplan der Besuch einer besonderen Konditorei. Gegründet von syrischen Geflüchteten. Sind Sie gut hier angekommen? An dem Ort? Ja. Das sind Menschen, die aus Syrien nach Deutschland gekommen sind und sich hier selbstständig gemacht haben, sich hier eingebracht haben und vor allem ganz großartige Qualitäten mit sich bringen und für andere auch Vorbilder sind. Und insofern ist für mich die Bäckerei Damaskus ein Stück weit dafür, was für eine Erfolgsgeschichte und welches Potenzial in den Menschen schlummert, die hier leben. Mit YouTube-Videos hat Suleyman Al-Saka sich Deutsch beigebracht. Er kam 2016 nach Neukölln. Jetzt verkauft er seine Süßwaren bis nach Frankreich und England. Also ich habe sehr schlimmes Erlebnis gehabt in Syrien durch das Krieg. Ich habe auch vier Freunde, vier von meinen Freunden sind gestorben, zwei davon sind vor meinen Augen gestorben. Was ich in Syrien erlebt habe, alles anders, sehe ich leichter. Ja. Für ihn ist die Sonnenallee eine neue, friedlichere Heimat.
Zur Freude von Bürgermeister Martin Hiekel. Für viele Menschen mit Migrationshintergrund ist die Sonnenallee Heimat. Auch für Fahrschulbesitzer Ratep Taklachi. Er lebt hier seit 41 Jahren, ist im Viertel geboren. Hey Ali, ja, bitte. Hast du den Fahrschule eingeplant für morgen? Du heute ein bisschen früher. Ratep leitet zwei Filialen. Die dritte eröffnet er heute. Okay, sieh mal kurz zum Friseur. Und dann sag ihm wegen morgen der Fahrstunde Bescheid, ja? Okay, super. Bis gleich. Bis gleich. Bis nachher, ja? Bis dann. Tschüss. Seine Eltern kamen aus Syrien nach Berlin. Ratep ist in diesem Bezirk fest verwurzelt. Sonnenallee ist für mich nicht nur eine Straße, sondern das Herz von Neukölln. Sonnenallee heißt auch so ein Spitznamen Libanon City oder Damaskus City, weil so viele arabische Läden jetzt mittlerweile hier sind. Dieser Tag ist besonders für Ratep. In zwei Stunden wird er seine dritte Fahrschule aufmachen. Deshalb heißt es vorher Friseurbesuch beim Nachbarn direkt gegenüber. Wie geht's, Sukan? Alles gut? Alles gut? Alles gut. So, hier so ein bisschen kürzen, ne? Ja. Und hier Bart so ein bisschen hier, ne? Kaum einer hier, der den Führerschein nicht bei ihm gemacht hat. Auch Friseur Zuka war bei Ratep in der Fahrschule. Danke dir, mein Lieber. Was kriegst du von mir? Heute umsonst. Heute umsonst? Warum? Ja, außer heute. Wegen der Neuöffnung? Wegen der Neuöffnung. Also heute habe ich einen Nachschnitt umsonst bekommen wegen der Neuöffnung. Vielen Dank, Sukar. Bitte, bitte, Ratep, Bruder. Ratep muss sich beeilen. In einer Stunde beginnt die Eröffnungsfeier. Deutsche Pünktlichkeit kennt er. Er ist hier geboren, hat Abitur gemacht, dann Bundeswehr. Er hat 2 Dutzend Angestellte, zahlt Steuern und immer noch sitzt er irgendwie zwischen den Stühlen. Ich war beim Bund und haben sie mich gefragt, woher kommst du denn? Und ich so, aus Berlin, Neukölln. Ja, aber wo haben mich nochmal gefragt, woher kommst du denn? Ja, aus Berlin, ich bin in Berlin geboren, ich bin Deutscher. Und dann haben mir gesagt, ja, aber du siehst ja auch nicht aus wie ein Deutscher. Dann habe ich gesagt, ja, ursprünglich, meine Vorfahren stammen aus Damaskus. Dann haben gesagt, Syrien. Und dann haben die gesagt, ja, also bist du Syrer, kein Deutscher. Dann habe ich gesagt, okay. Dann bin ich halt Syrer. Und hat der Nächste gefragt, woher kommst du? Mensch, oh, Syrien. Ja, aber wie? Du bist doch hier beim Bund. Dann habe ich gesagt, ja, Deutscher. Ja, aber siehst nicht so aus. Also immer die Problematik. Deswegen weiß ich jetzt, ich bin gebürtiger Berliner, Berliner Jung, Wurzeln aus Damaskus. Und man darf ja nie seine Wurzeln vergessen, woher man kommt. Das ist immer wichtig. Sein nächster Termin, 3 Häuserblocks weiter. Für die rund 100 Gäste, die Ratep zu seiner Fahrschuleröffnung erwartet, hat er eine besondere Überraschung bestellt. Assalamu alaikum. Beste Fahrlehrer hier in Berlin. Habt ihr den Kuchen schon fertig? Alle. Können wir den einmal sehen? Ja, natürlich. Okay, super. Also, wir gucken mal, wie der Kuchen jetzt aussieht. Schön. Besser als ich dachte, um ehrlich zu sein. Respekt, sehr, sehr schön. Danke euch, ja? Dankeschön. Ich ja? Bei mir, ja? Okay, kein Problem. Dankeschön, bis nachher, ja? Ja. Jalla. Menschen aus 160 Nationen leben in Neukölln. Entsprechend international sind die Läden entlang der Sonnenallee. Für Rentnerin Angelika Mali macht es das Einkaufen heutzutage nicht einfacher. Seit 1990 lebt sie hier. Ich bin hier gerne einkaufen gegangen. Hier gab es Geschäfte, wo man wusste, man geht da hin und dann kriegt man das, was man wollte. Die Geschichte der Sonnenallee beginnt 1880. Aus einem einstigen Feldweg wird eine breite Flaniermeile. Nach dem Zweiten Weltkrieg wird ein Teil der Straße durch die Mauer getrennt. Im Westen öffnen jede Menge einheimische Geschäfte. Das ist jetzt nicht mehr so. Das Einzige, was jetzt eigentlich noch mehr deutsch ist, ist Karstadt. Da gehe ich zum Beispiel immer hin. Ansonsten gehe ich hier gar nicht mehr einkaufen, weil ja, ich komme mir vor wie ein Ausländer und da der Türkei so ungefähr. Ich fühle mich mehr oder weniger unwohl, sag mal so. Weil ich das Gefühl habe, ja, ich gehöre nicht mehr hier in die Straße rein. Die einstige Schuhverkäuferin lebt nach der Trennung von ihrem Mann allein. Mehr als das macht ihr aber die Veränderung des Kiezes zu schaffen.
ich persönlich vermisse eben, dass wir fehlen, sagen wir mal so. Dass meine Vorstellung von der Küche oder vom Kochen fehlt. Weil ich könnte zwar das da kaufen, aber im Grunde genommen, ich bin nicht der Typ, der jetzt alle 100 Sachen so ausprobiert, die es so auf der Welt gibt. Ich bin so ein Gewöhnungsmensch, sagen wir mal so. Und da fehlt mir denn die Gewöhnung denn doch. Die Sonnenallee ist besonders von Zuwanderung geprägt. Für viele Alteingesessene wie Angelika Marley prallen zunehmend unterschiedliche Lebenswelten aufeinander. Sie zusammenzubringen ist für Neuköllns Bürgermeister Martin Hiekel eine Herzensangelegenheit. Sein Stadtteil wächst und das zeigt sich ganz konkret bei seinem nächsten Außentermin. Hallo Herr Strzelecki, hallo. Hallo Herr Brückner, grüß Sie, freut mich, schön wieder hier zu sein. Die beiden Chefs des zweitgrößten Hotels Deutschlands, das in Neukölln steht, haben große Pläne. Lange bevor ich im Amt gewesen bin, ist das Estrell hier 1994 eröffnet worden. Und das an einem Standort an der Sonnenallee, eigentlich in the middle of nowhere, wie man sagen würde. Und jetzt wird wieder gebaut, 175 Meter hoch. Es soll das höchste Hotel Deutschlands werden. Wenn schon in Neukölln, da muss man groß denken, sage ich immer. Ne? So, also. Genau, so ist Neukölln. Ne? Und die Sicherheit? Die Sonnenallee ist nicht gefährlicher als der Kurfürstendamm oder als Unterlinden. Also das ist nicht mehr so. 2024 soll es fertig sein. Das Tor in die Innenstadt, wenn Sie so wollen, nämlich mit dem Estrell und dann auch mit dem Neubau hier des Towers, das ist schon ein Stück weit dessen, dass wir hier viel Aufbruch haben. Das sieht man an dem vielen Baugeschehen hier. Und dass vor allem sich viele Menschen auch Neukölln als einen Ort der Selbstbestimmung wünschen und darum auch ein Sehnsuchtsort ist und darum auch viele Menschen nach Neukölln ziehen. Viel Zuzug heißt auch steigende Mieten. Die Wohnungspreise in Neukölln haben sich in den vergangenen 10 Jahren verdoppelt. Viele Berliner können sich das im traditionellen Arbeiterbezirk nicht mehr leisten. Ihre Sorgen und Nöte teilen einige mit ihm. Tural Barini. Er arbeitet in einem Späti als Verkäufer. Bis spät in die Nacht bietet er in dem Kiosk verschiedene Waren für den kleinen Einkauf zwischendurch. Vom Kondom übers Telefonguthaben bis zum Hochprozentigen. Er hat immer ein offenes Ohr für die Kundschaft. Ich heiße Tural, ich bin 37 Jahre alt, komme aus Aserbaidschan, aus Baku und lebe schon seit über 23 Jahren hier in Deutschland. Morgens um 8 macht er seinen Laden auf. Das ist schon Feierabend. Für später. Ich arbeite als Koch. Und jetzt geht's dann durch, arbeiten bis 23 Uhr. Und dann nimmt man nicht mehr so viel auf. Und deswegen kaufe ich dann jetzt mal Getränke für danach, für den Kollegen gleich mit. Ein bisschen Tabak für den Arbeitstag. Und dann kann's losgehen, oder? Frühmorgens beim Späti. Frühmorgens beim Späti, ganz genau. So sieht's aus. Für den Rewe habe ich jetzt keine Zeit mehr. Deswegen, das ist gleich bei mir um die Ecke hier. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Danke, Richard. Macht's gut. Ciao. Tural hat viele Stammkunden. Man kennt sich im Viertel. Bei uns, wenn ein Kunde reinkommt, egal was ich zu tun habe, ich muss sofort hinter der Kasse sein. Weil hier muss alles schnell gehen. Ruckzuck. Für Opa. Morgen. Morgen. €24 macht das. 4 Euro brauche ich noch. Ja, kriegst du noch. 24 Euro für 2 Flaschen Wodka. Oma darf es doch gar nicht wissen. Okay. Ciao. Schönen Tag noch. Danke. Tschüss. Pakete? Zum Alltag im Späti an der Sonnenallee gehört auch der Paketservice. Anliefern und abholen. Und das mehrsprachig. Sie sind eine gemischte Salade. Was geht es? Es gibt hier mindestens, alleine hier diese Umgebung, mindestens 100 verschiedene Nationalitäten. Und schön daran ist, alle halten zusammen, die verstehen sich auch, die wissen, dass es Berlin ist. Ist Multikulti eben. Ne? Wenn jemand Berlin geboren ist oder gewohnt hat, jahrelang, ich glaube nicht, dass derjenige woanders leben kann. So denken viele hier im Kiez. Doch wie gut klappt das Zusammenleben wirklich? Ein paar Blocks vom Späti entfernt fällt uns ein Mann auf. Nahezu unbeteiligt beobachtet er das Treiben auf der Sonnenallee. Ich bin der Kurt Sammeler.
Und ich wohne jetzt 39. Jahr. Sonderleben. Ein halbes Leben. Wie die Straßen aussehen, das hat es zu meiner Zeit alles nicht gegeben. Das Papier, die Servietten, wie das aussieht. Früher war Kurzer Müller Abteilungsleiter in einem Kaufhaus. Früher war das alles in deutscher Hand. Hier gab es eine Diskothek, eine Kneipe, nebeneinander, hintereinander. Immer an vier Ecken, immer konntest du irgendwo hingehen, wo du wolltest. Das ist alles vorbei. Der Mann ist 75 und besaß 10 Jahre lang ein Haus in der Türkei. Mit fremden Kulturen habe er kein Problem, sagt er. Aber mit den jungen Leuten. Das ist die Jugend. Die Jugend ist anders als wir. Ganz, ganz anders. Und kein Respekt, das kommt ja noch hinzu. Da leidet ja die ganze Menschheit drunter, unter Respektlosigkeit. Ein Eindruck, den er mit vielen seiner Generation teilt. Trotzdem ist die Sonnenallee für Kurt immer noch Heimat, die sich jedoch stetig verändert. Das wird auch an der Kneipenszene sichtbar. Also mittlerweile heißt eine Berliner Eckkneipe in der Sonnenallee, ich bin Exot. Früher gab es ja hier in den 90er Jahren noch an jeder Ecke eine Berliner Kneipe. Die sind ja nach und nach kaputt gegangen, aufgegeben, pleite gegangen, keine Ahnung. Und mittlerweile bin ich in der Sonnenallee mit einer der letzten Betreiber von einer Alt-Berliner Kneipe. Mein Name ist Andreas Jächer. Mich nennen sie hier im Kiez nur Jächer, weil ich ja die Rixdorfer Bierstube habe hier in der Sonnenallee. Und die betreibe ich jetzt seit 2014. Insgesamt bin ich seit 98 jetzt hier in Neukölln wieder sesshaft geworden. Jürgen, komm gleich was flüssig. Da habe ich am Tresen festgebissen eigentlich, kannst du sagen. Und weil du hast immer was zu tun, du hast immer andere Leute um dich, du hast immer was zum Quatschen. Viele Charaktere, die da kennenlernst, das ist eigentlich geil. Macht Spaß. Andreas Hirche, Jahrgang 66, hat das Lokal vor 7 Jahren übernommen. Eine Kneipe für alle wollte er daraus machen. Also es war wirklich dann, wo man sagt, eine altdeutsche Kneipe, die aber eine Bahnhofshalle-Atmosphäre hatte. Also, selbst wenn wir uns beide unterhalten haben, hatte da hinten ihr Halt. Wisst ihr, kam es so vor wie in den Alpen oder so. Und dann fing ich an, okay, wir machen die ganzen Holzpaneelen hier. Das habe ich jetzt in der ganzen kompletten Kneipe gemacht. Hier, wenn du das siehst, hier die ganzen Holzpaneelen. Die Tür haben wir neu eingesetzt, war damals ein normaler Durchgang. Überall einen Teppich verlegt, damit das ein bisschen dämmt, wenn man sich hier unterhält und vor allen Dingen, wenn man Musik macht. Ne? Das war mir immer wichtig, weil wir ja Karaoke machen und so weiter. Früher war es sozusagen eine Hertha-Kneipe, sag ich mal. Aber jetzt, wenn die Unioner kommen, kein Problem. Wir hatten auch Schalke und Dortmund auf einen Haufen hier mit 20 Leuten auch richtig gut abgefeiert und so weiter. Also so, wie man das immer hört, die prügeln sich dann nur Blödsinn. Der Besuch hier gleicht einer Zeitreise. Zu ihm finden die, die nicht mehr auf die Straße und noch nicht nach Hause wollen. Wie Elvira Trienke. Ich trinke jetzt mein Bierchen aus und dann geht's nach Hause. Geh noch ein bisschen einkaufen. Kommt immer drauf an, mit Spielen, wie lange ich hier bin, mal eine Stunde. Mal auch weniger, nur mal einen Fünfer reinstecken. Also ist nicht so, dass ich jetzt hier mein Geld verzocke. Das kann ich mir nicht leisten. Wer sind denn die typischen Gäste bei Andreas Jächer? Deutsche kommen hier eigentlich nur rein. Ausländer. Überhaupt nicht. Die haben ihre Teestuben und weiß ich was nicht alle. Die, aber hier, deswegen habe ich immer damals immer gesagt, die Integration hier ist in meinen Augen eigentlich richtig gescheitert. Für mich heißt das, dass wir Araber, Türken immer in eine deutsche Kneipe gehen und sich einfach mal unterhalten, sich unter den Deutschen ein oder umgekehrt, ist hier gar nicht mehr. Ist weg. Auf der einen Seite sterben die typischen Berliner Eckkneipen aus. Auf der anderen kommen immer neue Shisha-Bars hinzu. Aber ist das wirklich ein Ausdruck für fehlende Integration? Nachfrage bei Fahrlehrer Ratep Taklachi. Der aus Syrien stammende Berliner wünscht sich eine bessere Eingliederung von Migranten. Ich kenne viele Leute seit 40 Jahren in Berlin und die können immer noch kein Deutsch. Ja, die wurden nicht gefördert. Also die wurden praktisch, die kommen zwar nach Berlin, aber so, ihr seid aus, also ihr seid von einer anderen Klasse, sage ich mal so. Und das ist jetzt anders. Also die Integration ist jetzt viel besser geworden. Zum Beispiel, ich hatte 2 Fahrschüler jetzt, sind Gebrüder und beide Ärzte, arbeiten beide im Krankenhaus in Berlin. Da war ich doch stolz drauf. Am Sonntag geht Deutschland zur Wahl.
Den aktuellen politischen Kurs grundlegend zu ändern, dazu sieht der Unternehmer wenig Anlass. Ehrlich gesagt, ich mag die Angelika Merkel und was sie gemacht hat, was sie geleistet hat. Für Deutschland Respekt erstmal. Und die Lage allgemein finde ich gut jetzt, zum Beispiel mit den syrischen Flüchtlingen, dass die arbeiten dürfen, dass sie eine Arbeitserlaubnis kriegen auch. Wie wird das Ergebnis der Bundestagswahl das Leben im Land und auch hier auf der Sonnenallee verändern? Was kommt nach 16 Jahren Angela Merkel? Dem Wechsel im Kanzleramt sieht Späti-Betreiber Tural Barini gelassen entgegen. Ich lebe seit 23 Jahren hier. Ich habe nie gesehen, dass Kanzlerin eine andere Person gekommen ist und dadurch sind alle Gesetze geändert worden. Das Gesetz ist Gesetz. Das spielt für mich ehrlich gesagt keine Rolle, wer da oben sitzt. Das klingt nach einem starken Vertrauen in die Stabilität des demokratischen Systems in Deutschland. Zurück zum Geschäft. Den Lagerbestand prüfen, Getränke nachfüllen, bis die nächste Kundin kommt. Hallo. Hallo. Ich wohne hier gleich, darum bin ich tatsächlich keine Kundin. Ich darf sogar manchmal anschreiben. Erst letzte Woche habe ich angeschrieben bei euch. Woanders undenkbar, hier normal. Anschreiben lassen, auch das eine Frage des Vertrauens und guten Miteinanders. Tschüss. Wiedersehen. Die Sonnenallee als eine Art Mikrokosmos der Gesellschaft. Mit Themen wie soziale Gerechtigkeit und Migration. Wie geht's denn? Hast du mich vermisst? Ja. Und auch Bildung und Erziehung. Wie steht es um die jungen Menschen hier? Wenn ich sehe, dass eine von denen hier Scheiße baut, ich rufe zu mir einen Laden rein, ich sage, dass man nicht richtig gemacht hat. Die Kinder, muss man mit Kindern auch so reden, damit die auch von Erwachsenen keine Angst haben, sondern Respekt haben. Die Kinder, die hier groß werden, die sind richtig schlau, die sind nicht dumm. Ob das alle so sehen, die hier entlang der Sonnenallee leben? Wir begleiten Martin Hiekel auf seiner Tour durch Neukölln. Der 35-Jährige ist der Bürgermeister hier. Ein Hauptproblem in seinem Bezirk, Kinderarmut. Rund 50% der Familien leben von Hartz IV. Es gibt immer einfach Milieus, wo die Eltern keinem Job nachgehen, wo es die Kinder nicht unbedingt lernen, dass man morgens frühzeitig rechtzeitig aufsteht, wo auch die Eltern es vielleicht gar nicht so richtig gelernt haben, die irgendwann ab der 8. Klasse nicht mehr im Mathematikunterricht helfen können, wenn die Kinder nicht weiterkommen. Und das sind Dinge, die führen natürlich dazu, dass wenn man irgendwann nicht mehr mitkommt, keinen schulischen Erfolg hat, irgendwann dann auch falsch abbiegt. Sprachliche Probleme kommen oft hinzu. Ich würde immer sagen, die Kinder in Neukölln sind dann nicht dümmer als in einem anderen Bezirk. Sie haben nur ganz andere Startvoraussetzungen, andere Chancen. Und diese Chancen auszugleichen, das geht nur über Schule. Und es geht nur, wenn Schule funktioniert. Martin Hiekel gilt als engagiert, tauscht sich aus mit Schulverantwortlichen. Er führt uns mitten im sozialen Brennpunkt zu diesem Gymnasium mit rund 500 Schülern. Das hier ist die Ernst-Abbe-Schule. Es ist ein exemplarisches Beispiel, wo Homeschooling so nicht funktioniert wie in anderen Schulen, wie in anderen Familien. Wenn man zu Hause nicht drei Laptops rumzulegen hat, wenn man keine Fünf-Zimmer-Wohnung hat, wenn man sich das Zimmer mit seiner Schwester, seinem Bruder teilen muss, wenn man vielleicht zu Hause auch für häusliche Arbeiten noch benötigt wird, eingespannt wird und man dann nicht so die Arbeitsplätze einfach lösen kann. Das sind die Herausforderungen, vor denen Kinder hier stehen. Darum hat die Schule trotz Corona im Haus noch mal Lernangebote gemacht, dass sie auch herkommen, damit man die Kinder aufs Abitur gut vorbereiten kann. Corona hat nicht nur die Schulen vor enorme Herausforderungen gestellt. Auch viele Restaurants hat es hart getroffen. Monatelang mussten sie dicht machen. Der Bürgermeister ist auf dem Weg zur Kneipe von Andreas Jeche. Teilchen, grüß Sie. Alles frisch? Soweit ist ja, soweit ist alles gut. Aber trifft sich ganz gut, weil ich habe mal so zwei, drei Fragen. 7 Monate Schließung hat Jeche hinter sich. Nun würde er gern Tische und Stühle draußen aufstellen. Seine Anträge wurden abgelehnt. Wenn wir jetzt mal wieder rausgehen würden und Sie drehen sich dann mal nach links, dann sehen Sie, dass meine Nachbarn Tische und Stühle draußen haben. Direkt. Und da fühle ich mich ein bisschen
Sag mal auf Deutsch verarscht. Nur einen Meter Platz auf dem Fußweg wünscht sich der Kneipenwirt. Kann der Bürgermeister helfen? Wie gesagt, 1,10 Meter ist es. Und die Hände von da drin. Ist sie hier. Da ist mehr als genug. Und ich behindere keinen hier und schon ja nicht die Bushaltestelle, was mir damals attestiert wurde. Ich gesagt, hey, das funktioniert ja nicht. Vielen Dank. Ich bedanke mich. Ich schaue mir das an, ich melde mich deswegen. Super. Ja? Und da hören Sie aus meinem Büro von. Alles klar. Bis dann. Für Sie auch. Tschüss. Und tatsächlich, zwei Wochen später darf der Wirt seinen Tisch aufstellen. Zurück bei Fahrlehrer Ratep Taglachi. Er ist auf dem Weg zur Eröffnung seiner dritten Fahrschule auf der Sonnenallee. Der 41-Jährige macht sich über die Flüchtlingsfrage so seine Gedanken. Ich merke zum Beispiel, viele meiner Fahrschüler arbeiten bei Amazon als Kurierfahrer. Arbeiten bei DHL, arbeiten bei Lieferando. Und frage mich die ganze Zeit, wenn die Syrer jetzt nicht gekommen wären, wer hätte denn diese Arbeit gemacht? Zu 80% machen das Leute, die aus dem Ausland kommen. Deswegen hat das eigentlich irgendwo einen Vorteil, dass diese Leute gekommen sind und hier arbeiten. Ankunft bei seiner neuen dritten Fahrschulfiliale. Oh Mann, wir sind zu spät, die Gäste warten schon. Der gebürtige Berliner mit syrischen Wurzeln lässt sich von Freunden, Bekannten und Kollegen feiern. Er hat über die Jahre ein eigenes Unternehmen aufgebaut. Von der Musik her wusste ich nicht, ehrlich gesagt. Ich wusste von den Gästen ungefähr, aber von der Musik nicht. Die haben mich überrascht. Dankeschön. Ratep ist für viele seiner Gäste ein Vorbild. Ich freue mich für die Jugendlichen zu zeigen, guck mal, man kann es ohne auch Drogen verkaufen, Autos klauen oder Diebstahl auch weit bringen. Und das freue ich mich, wenn mich Jugendliche mal antreffen und sagen, hey, du bist unser Vorbild. Dann freue ich mich, auf der legalen Weise was erreicht zu haben. Dahinter stehen Arbeit und Disziplin. Ratep gewährt uns einen Einblick in seinen Fahrlehreralltag. Und wie fühlst du dich heute? Jetzt noch gut. Ja. Also um mal die Fehler von letztem Mal zu beheben heute, ne? Mhm. Ja? Machen wir. Okay. Syrische Wurzeln treffen auf marokkanische. Ich bin Samira, bin 25 Jahre alt, komme aus Nordrhein-Westfalen eigentlich ursprünglich und lebe jetzt seit knapp einem Jahr hier in Berlin. Heute üben wir noch mal den Fahrstreifenwechsel auf der Sonnenallee. Mhm. Und das ist ganz gut. Okay, dann, weil, wenn du den Fahrstreifenwechsel in der Sonnenallee kannst, kannst du den deutschlandweit oder sogar weltweit. Das ist eine Herausforderung heute. Ja. Denn zweite Reihe Parker und Radfahrer erfordern immer wieder höchste Konzentration. Knapp 5 Kilometer ist die Sonnenallee lang. Also ganz rechts, ganz rechts, ganz rechts. Genau, ganz rechts, linker rechts. Der Hamannplatz, höchster Schwierigkeitsgrad. Was hast du jetzt gemacht für einen Salat, Samira? Du stehst hier mitten auf der Fußgängerpforte. Das ist doch Käse. Ne? Aber ist nicht schlimm. Jetzt kriege ich von dir zweimal Falafel. Okay. Entlang der Sonnenallee findet sich zwischen den Häuserblöcken ein großer grüner Fleck. Die Kleingartenkolonie NCR mit insgesamt 32 Parzellen. Ich heiße Eyüp Kümmert, bin 50 Jahre alt. Und ich bin der erste Vorsitzende von der Kleingartenkolonie NCR. Die Gärten der Kolonie, so heißt es in der Selbstbeschreibung, seien so wie ihre Pächter. Vielfältig, bunt, naturnah und großstädtisch. Wir leben ja hier in einem Kleingarten, wo Multikulti angesagt ist. Das heißt, die etwas Älteren haben Probleme mit den Türken. Die Türken haben Probleme mit den Deutschen. Die haben wieder Probleme mit Polen. Die Polen haben Probleme mit den Arabern. Um das zu entgehen, ja, habe ich das Gefühl, dass sie mich gewählt haben. Ein Türke als Chef der Laubenpieper und ein Mann mit Humor. Sein eigener Garten, meint er, könne übrigens nicht der Grund für das gute Wahlergebnis sein. Da gäbe es sicher schönere. Ich rate jedem Mitglied, dass er meinen Garten nicht als Vorbild nimmt. Eyüp nimmt uns mit auf seinen Kontrollgang.
Wann kommen hier die Fliesen und der ganze... Das wird gleich. Sobald das Bad fertig ist, kommt alles weg. Alles klar. Alles streng nach dem Bundeskleingartengesetz. Ja, den müsste ich auch anmahnen, weil der sein Tor immer noch nicht gemacht hat. Und das Tor darf auch nicht so oft aufgelassen werden. Und was ist hier das Problem? Diesen Sichtschutz musst du auch wegmachen. Ja? Der muss auch weg, weil es ist eine Kolonie. Das soll eine Gemeinschaft werden. Man soll sich nicht von den anderen Pächtern, wie soll man sagen, verstecken. Mehr miteinander statt nur unter sich. Wir sehen hier schon, was das Problem ist. Richtig. Das, Svenne, du musst hier den vorderen Rasen mähen. Und auch alle Pflanzen, die hier rausragen, müssen alle weg. Ja. Vor allem der hier, der ist natürlich gefährlich, wenn hier jemand vorbeikommt. Ja. Eine grüne Oase, direkt an der Sonnenallee. Svenja Monat ist mit ihrer Familie seit 6 Jahren hier. Die Sonnenallee ist ja wirklich nicht weit weg. Und klar, man hört sie, aber bei weitem nicht so doll, wie ich es gedacht hätte. Und ich finde es ganz schön. Und ja, vielleicht das dann wieder bezeichnend dafür, dass eben auch diese großen, krassen Straßen echt so ganz tolle, wertvolle Fleckchen Erde irgendwie haben. Zurück auf die Straße. Ratep Taklachi dirigiert Fahrschülerin Samira durch die Sonnenallee. Jetzt kannst du mal Blinker setzen. Absichern, Geschwindigkeit beibehalten, genau. Und dann rüberfahren, komm, und rüber, genau. Du siehst im Spiegel, ne? Wenn du siehst, jetzt ein bisschen weit. Labas, auf Marokkanisch. Labas, labas, heißt super, super, gut gemacht, ne? 40 Minuten Fahrt hat Samira hinter sich. Der Führerschein ist in Sichtweite. Wenn sie bestanden hat, hat sie mir versprochen, dass sie mir leckeres marokkanisches Essen macht. So sieht's aus. Ja. Also ich habe schon ganz viele Gerichte gegessen. Irakisches Essen, tunesisches. Ich sage immer meinen Fahrschülern, sagen, was soll ich dir denn schenken? Ich will kein Geschenk. Du musst mir etwas kochen, was du gerne machst, aus deinem Land. Und dann probiere ich das und es schmeckt immer super. Kulturen aus aller Welt in einer Straße. Das findet sich auch in der Kleingartenkolonie wieder. Ihr Vorsitzender Eyüp Kömert setzt seine Kontrollrunde fort. Das ist alles okay aus? Einzig die Ecke da hinten, das siehst du nachher, da muss ich mal ein bisschen aufräumen, aber da bin ich jetzt auch gerade bleiben. Okay. Die Pächter ziehen mit, pflegen die gemeinsame Oase. Das sind, wie gesagt, unsere Wildbienenfeld. Von da hinten bis hierhin. Und Sie können ja sehen, wie viele Hummeln wir überhaupt haben. Das ist jede Menge. Und die ernähren sich halt davon. Und also wenn man die sieht, wie sie halt da arbeiten, dann denkt man ja, so muss man eigentlich arbeiten. Ja, das ist, was sie da rumschleppen müssen, ist jede Menge, jede Menge. Komm. 1947 wurde die Kolonie gegründet. Für frei werdende Parzellen gibt es eine lange Warteliste. Blumen und Pflanzen einsetzen dürfen Bewerber aber schon vorher auf kleinen Beeten. Wir achten nicht darauf, was die einpflanzen. Uns geht es nur darum, dass sie hier einfach Spaß haben. Doch nicht immer ist die kleine grüne Welt in Ordnung. Knapp 43.000 Straftaten registrierte die Polizei allein in Neukölln im vergangenen Jahr. Davon bleibt auch die Kleingartenkolonie an der Sonnenallee nicht verschont. Das ist wie Freitag habe ich es erlebt. Nicht? Also war hier irgendwo was los, was die Polizei interessierte. Nicht? Und der ist abgehauen hier über den Garten, hier hinten über den Zaun. Den Zaun hat er kaputt gemacht. Ich habe mal angesprochen. Nicht? Und der ist über das Beet gelaufen, da Kohlrabi-Beet drüber laufen. Nicht? Also viel Rücksicht hat er nicht genommen auf fremdes Eigentum. Im Großen und Ganzen jedoch fühlen sich die Kleingärtner der Kolonie sicher. Wie lange seid ihr hier? 11 Jahre. 11 Jahre? Ja, 2009. Seit 2009. Diese Familie kommt aus Aserbaidschan. Das ist Feige aus Kaukasus. Aus richtiger kaukasischer Feigenbaum. Das ist eine Bereicherung auch für deutsche sozusagen Pflanzenkultur. Die Familie verbringt hier ihre Wochenenden. Mutter Asu hat in Berlin studiert. Ihr Mann arbeitet als Techniker in einer Kunststofffabrik. In der Kolonie fühlen sie sich gut aufgenommen.
mit ein paar Ausnahmen. Ich komme mit den jüngeren Deutschen besser um, oder wie nennt man das, kommuniziere ich besser als mit den Alten. Weil bei den Alten sagst du etwas und die sind so immer so. Wie sieht das der Vorsitzende? Wir haben zwar hier ein, zwei 90-Jährige, sag ich mal, die auch spießig sind, aber auf der anderen Seite verstehe ich die auch. Ja? Sie sind seit 50 Jahren sind sie hier, ohne Probleme. Und da kommt, keine Ahnung, auf der rechten Seite irgendein Türke, auf der linken Seite, keine Ahnung, irgendein Syrer oder ein Algerier. Und dann, na, oh, was ist hier los? Rund 600 Euro im Jahr kostet die Pacht eines Grundstücks. Zäune gibt es zwar eine Menge, aber ein Hindernis zwischen den Menschen mit den unterschiedlichsten Wurzeln sind sie nicht. Das merken sie erst, wenn wir grillen, dass die Muslime ihren eigenen Grill haben und uns was abgeben. Aber wir können den nicht abgeben, weil sie uns das nicht essen. Nicht? Aber das ist kein Problem. Das ist normal. Das ist, muss man akzeptieren. Nicht? Wenn wir hier anfangen zu diskutieren, politisch oder glaubensmäßig, dann können wir einpacken. Integration braucht gegenseitiges Verständnis. Es gibt schlechte Beispiele und es gibt gute Beispiele. So wie bei Sedat Yilmaz. Er teilt sich die Späti-Schicht mit Tural. Sedat, der türkische Wurzeln hat, hat 2006 den Laden von seinem Vater übernommen. Der hat bei null angefangen. Also ich meine, der ist auch damals als Jugendlicher hier rüber, hat auch mehrere Jobs gemacht, jetzt, um zu überleben oder halt über die Runden zu kommen. Ich meine, das sind ja auch die ganzen Jahre, die dein Vater dann zum Beispiel hier auch investiert hat und irgendwas aufgebaut hat. Dann respektierst du das und versuchst es auch so gut wie möglich aufrechtzuerhalten. Mit so einer Haltung kommen die Kunden auch wieder, wie Hansi. Er ist jeden Tag hier. Was ist los? War bei der Ärztin heute. Nur noch so was. Dafür verschiedene Leute, die kennen mich eigentlich alle schon, halten dann kurz an, kurz ein Gespräch. Schön ist das. Aline versorgt man zu Hause. Hansi ist 69 und ein echter Neuköllner Junge. Früher war er Rohrleger, jetzt lebt er von Grundsicherung. Vor einem Jahr starb seine Lebensgefährtin. Ich werde hier nicht ausziehen. Wie sagt man? Mit den Füßen voran werden sie mir raustragen aus der Wohnung. Weil ich ziehe hier nicht mehr weg. Weil ich fühle mich einfach wohl. Man müsste diese Integration ein bisschen reduzieren. Also ist schon extrem, was wir haben hier. Bin ich ganz ehrlich. Also das ist einfach meine Meinung. Das Multikulti ist ja auch in Ordnung. Aber die Jugend, die jetzt heranwächst, die ist nicht so ganz koscher. So etwas hört Neuköllns Bürgermeister Martin Hickel nicht zum ersten Mal. Seit seiner Kindheit erlebt der 35-Jährige Zuwanderung in großer Zahl. Den Umgang damit habe die Politik zu lang verschlafen. Wenn man zurückschaut, warum ist Integration oder irgendwie Teilhabe gescheitert, warum haben wir ganz spezielle Phänomene wie Clankriminalität, dann ist es für mich immer darauf zurückzuführen, dass man eigentlich in den 80ern nie irgendwie richtige Integrationspolitik betrieben hat. Man hat sich überhaupt keine Gedanken gemacht, dass hier Menschen ankommen und die vielleicht nicht wieder zurückgehen. So, man hat also durch Duldung und Ähnliches immer viele Leute im Ungewissen gelassen und man hat auch keine klaren Erwartungshaltungen auch formuliert. Was heißt es eigentlich, hier anzukommen? Was muss ich eigentlich, welche Angebote mache ich? Was erwarte ich aber auch? Beispielsweise, dass die ganz banalen Dinge, wie die, der deutschen Sprache mächtig zu sein und dass man da natürlich Sprachkurse anbieten muss. Hat man erst sehr spät angefangen. Wer kein Deutsch spricht, bleibt unter sich. Das stellt auch Wirt Andreas Jeche fest. Zu ihm in die Kneipe kommen so gut wie nie Menschen mit Migrationshintergrund. Moin. Könntest du dein Fahrrad bitte da drüben hinstellen? Weil das stört mich hier vom Laden. Achso, wenn du eine Pause machst, ist es okay. Aber sonst parken die manchmal hier tagelang. Nee, alle tut. Andreas kämpft nach der 7-monatigen Schließung wegen Corona ums wirtschaftliche Überleben. Ich hänge an dem Laden hier ohne Ende und ich gebe mein Letztes, dass wir das jetzt auch gerade noch durch die Corona-Zeit das Ding noch behalten können bis zum letzten Blutstropfen, wenn man das jetzt mal so sagen darf. Bei ihm steht heute eine typisch deutsche Veranstaltung auf dem Programm, eine Schlagerparty.
Heute, sag ich mal, möchte ich wieder was verdienen. Machen wir trotzdem, habe ich die Preise teilweise gesenkt mit Schnepperkin. Und ich denke, das kommt gut an. Deutscher Schlager im Multikulti-Viertel. Und das unter Pandemiebedingungen. Das hier sind die Schutzwände. Weil laut Corona-Vorschrift müssen wir entweder 4 Meter Abstand zu den Leuten haben oder wir müssen halt Schutzwände davor haben. Und deshalb bauen wir praktisch zu den Leuten einen Schutz auf. Ja. Schon während die letzten Vorbereitungen laufen, kommt Feierstimmung auf. Die Gäste scheinen es kaum erwarten zu können. Die Party war bereits kurz nach Bekanntmachung ausverkauft. Maximal 30 Leute dürfen rein. Jeder, der reserviert, muss mindestens eine halbe Stunde vorher da sein. Ansonsten verfällt der Sitzplatzanspruch. 1, 2, 3. Kurz nach 19 Uhr, der erste Gassenhauer. Und während die Schlagerparty Fahrt aufnimmt, geht es ein paar Blocks weiter im Späti an der Sonnenallee wieder um wir und die, um wir Deutsche und die Migranten. Alles? Ja. Ich kann auch mal hier reingehen und sagen, oh, jetzt habe ich mein Portemonnaie vergessen. Ja, da kommst du morgen wieder, ja. Das würde kein Deutscher machen, ja. Das muss man denen auch lassen, ja. Das meine ich damit, dass wenn man sich ein bisschen drauf einlässt, dann lassen die sich auch drauf ein. Aber das Problem ist, da ranzukommen, ist sehr schwer. Das fängt oft schon beim Kopftuch an, als Ausdruck einer anderen, fremden Kultur. Ja, Dornenmauge ist mir das nicht. Nein, ich habe zwei gesehen, die dann das Kopftuch abgemacht haben. Ich sage, ey, sag mal, du siehst ja wunderschön aus, ja. Aber das ist leider Tradition, muss ich machen. Na, was soll's. Nicht zu lieben, dich zu lieben, mein Verlangen, nicht zu In der Eckkneipe von Andreas Jeche sind die Schlagerfans inzwischen bei Roland Kaiser angekommen. Wenn ich mir das ankicke, vor einer Stunde ist es angekündigt worden, also beziehungsweise ist der Beginn. Jetzt ist die Stimmung schon richtig hoch. Gute Stimmung heißt auch guter Umsatz. Heute ist Monatsende, Zahltag für viele Stammkunden. Der 30. ist Geldtag und merkt man, definitiv. Also jetzt die nächsten 2 Wochen werden richtig ein Knaller werden. Und die nächsten Wochen kann ich eigentlich zumachen und schwimmen gehen. Da bringt das nichts, aber ist nur mal so. Zwischen den Schlagerfans entdecken wir auch Elvira Trienke wieder an ihrem Standplatz. Wie läuft die Runde am Automaten? Durch was? -0. Es wirkt wie eine Zeitreise zurück in eine Welt ohne Corona und ohne den an jeder Ecke sichtbaren Wandel auf der Sonnenallee. Der ist Umsatz zweitrangig, sind menschlicher. Wir haben uns die alle kennengelernt, wir feiern alle, siehst du jetzt. Und jetzt! Ich habe euch Schuss. Nimm den Holt in die. Und während die Schlagerfans unter sich bleiben, klingt draußen im Späti der Tag langsam aus. Ein Tag ohne besondere Vorkommnisse und damit ein guter Tag für die Sonnenallee, die ihren Ruf als Problemmeile nur schwer los wird. Ich denke, das ist das, was die Leute eher sehen wollen. So ein gefährliches Neukölln, aber die Realität ist anders. Klar, man muss sich auf gewisse Dinge einlassen und es ist auch nicht immer einfach, aber es ist vor allem schön und cool. Das Beispiel Sonnenallee zeigt, Deutschland verändert sich stetig. Damit muss jede Bürgerin, jeder Bürger umzugehen lernen.
Manchen fällt das jetzt schon leichter. Andere tun sich damit noch schwerer.